Hallo Leute, grüß dich YouTube und herzlich willkommen zurück zu Risen. So, direkt an der Arbeit ist der Vince. Ich glaube, der wird da eine Zeit lang brauchen. Ich glaube, jetzt können wir ein Jahr lang hier Pause machen in Risen. Aber mal gucken, was der Mendoza mit uns vorhat. Vince wird sich um die Wand kümmern. Gut. Da muss ich jetzt wirklich was klicken hier. Aufgabe hast du für mich? Komm mit, ich zeige es dir. Ganz spannend. Ich glaube, mittlerweile hätten wir mit unseren 55 Lernpunkten im Kloster noch mal ein bisschen was anderes lernen können. Eventuell Mana dazu. Aber muss wohl nicht sein. Hier, siehst du diese Tür? Ja. Willst du die etwa auch einschlagen? Nein, aber ich habe hier diese Büste gefunden. Ich vermute, dass sie uns helfen wird, die Tür zu öffnen. Stell sie auf den Altar und mach dich bereit. Ja, hört sich schon mal gut an. Alte Büste erhalten. Und ich habe mich schon gewundert, wo ich die finden werde. Früher ärgert er sie immer, er klaut ihr immer das Haus. Oh, das ist, da müsst ihr mit dem kleinen Mann Wörtchen, sprechen. Das ist natürlich nicht so lieb für die Illy. Ja, so sieht's aus. Wie heißt nochmal der Sprecher? Im Englischen ist der Sprecher, ist der Schauspieler Mike, also der Schauspieler, wo das der deutsche Synchronsprecher ist, glaube ich, wie ist der nochmal? Michael Ironside? Nee, nicht Michael Ironside. Der hat auch in Die Hard 3 gespielt und Eragon, nicht der beste Film, aber gut. Wie heißt der nochmal? Jeremy Irons, glaube ich. Aber ich weiß nicht, wie der deutsche Synchronsprecher davon heißt. Aber auch eine Stimme, die man nicht so häufig in Videospielen sieht. Michael Ironside war, glaube ich, der Sprecher von Sam Fisher. Da noch so eine Bettdecke im Gegenzug, Hatzel. Shinlu hat's richtig, hat einen guten Tipp da. Hatzel, auf den Shinlu musst du hören. Was passiert hier? Wusste ich es doch. Was? Hier gibt es noch mehr Wissen über diese Anlage. Bevor wir in die Krypta vorstoßen, müssen wir so viel wie möglich in Erfahrung bringen. Na, wenn du das sagst, soll ich mir jetzt die ganzen Säulen durchlesen? Hat den denn umgebracht? Skelett beschwören? Oder hat er sich selbst umgebracht, der Priester? Der war doch schon tot, als wir hier ankamen. So, mal gucken, was hier steht. Ich bin Ursigor, Herrscher über die Titanen, und dies ist mein Befehl. Niemand soll die Macht haben, die Titanen zu unterwerfen. Meine Diener sollen seine... Nein, das heißt meine, oder... Die letzten Sätze sind unleserlich. Eine Sauklaue. Nicht weiter. Ah, verdammt, gerade das Wichtige fehlt. Ja, aber ich konnte nicht alles entziffern. Dann müssen wir wohl in die Krypta, um herauszufinden, was da steht. Lass uns zu Vince gehen. Ja, meinst du ernsthaft? Der hat jetzt in unserer Abwesenheit da eben mal, wahrscheinlich hätte er Trinitutorul, womit der richtig schön vorstoßen konnte. Hi Hans, schön, dass du vorbeischaust. Keine Sorge, ich bin immer noch hier am Echsenkrieger, am Echsentempel untersuchen. Kennst mich ja, ich brauche meine Zeit. Ich werde das mal gleich lesen, was der Max gepostet hat. Ah! Hör mal, Vince. Du bist aber auch Kumpel des Monats, ne? Hör mal, wenn sie dich da im Pott gehabt hätten. Hast du richtig was angestellt. Gut gemacht. Wie sieht's aus? Hoffnungslos. Mehr als dieses kleine Loch ist nicht drin. Die Wand ist einfach zu massiv. Ja, aber der Hans war kurz Pause machen. Der hatte gesagt, dass er gleich wiederkommt. Muss ich erst mit dem Inquisitor sprechen? Was sollen wir machen? Du wirst gehen. Du musst durch dieses Loch und uns die Zugbrücke öffnen. Ich werde die Leute vor dem Tor versammeln. Stopp! Du hast natürlich immer wieder die besten Ideen, Inquisitor. So. Hoffentlich reichen die 5 Spruchrollen noch. Für den Rest der Spielchen. Wann zocken wir The Forest? Hab wieder richtig Bock, das zu zocken. Da muss ich erst sputen, mein Stream so. Ja, spute dich mal. Und, ich würde mal salopp sagen, wir können frühestens in 2 Wochen loslegen. Ein Smaragd? Jetzt bin ich reich, jetzt mache ich mich ab hier. Die können mit ihrem Kreuzzug in dem Tempel selber weitermachen. Jetzt habe ich das Geld! So, also ich würde mal schätzen, so in 2 Wochen schreibe ich dich nochmal deswegen an. So Mitte Januar, wenn das bei dir passt. Sind wir also drin, ne? Oh, haben wir genug Mana für die Kollegen? Jawohl. So, sehen wir uns hier mal drin um. Schön so, als ob wir da auf jeden Fall ein paar
Terminator Sam is back. Ja, ja, wie waren die Nudeln, Sam? So, hier kamen wir rein. Ja, ich habe nichts, um da zu öffnen. Nehmen wir an. Haben wir die Karte eigentlich wieder? Ah! Was? Das kommt doch nicht hin. Das wie. Hör mal Bescheid, damit ich den Tag freier. Ja, keine Sorge, das wird dann wahrscheinlich eher. Ich würde sagen, wir fangen sowas wie an einem Wochenende an, oder nicht? Okay, gucken wir erstmal hier in diesem Teil von dem. Das sieht schon fast aus wie so ein. Das kann ja kein Gefängnis sein. Das Echsengefängnis, von denen haben wir ja schon erkundet mit dem Druiden. Ganz genau, Vaak! Wir haben eben den Fred wiedergefunden. Das glaubst du nicht, mitten in der Pampa. Aber deswegen, das glaubt Fred, Vaak uns gar nicht. Viel Spaß noch, Hatzel. Tschüss, tschüss. Haha, ihr kommt da nicht raus. Scheint so, als ob ich wirklich überall diese Büsten brauche. Nur muss ich die vorher finden. So, 46. Mittlerweile wird es ein bisschen knapp mit den Mana-Tränken. Untoter Krieger mittlerweile. Der hat ein bisschen mehr was ausgehalten, würde ich sagen. Der Fred ist leider nach draußen beim Druiden wieder. Ja, richtig, der wurde wieder sitzen gelassen. Ah! Ich dachte da. Gute Frau, wie kann ich Ihnen helfen? Sind Sie gefangen hier? Ah, das scheint die Rückseite zu sein von den Tor. Kann ich sie wenigstens reinlassen? Easy ist das hier. Unglaublich, um einen Punkt habt ihr einen Unterschied. Habt ihr eine Differenz von einem Punkt. Das ist nur ein Sound, nur eine Soundfile macht den Unterschied dann am Ende aus. Was zur Hölle? Ich glaube, hier ist das Riesentor. Ah, lol. Level aufgestiegen. Da kommt auch schon der Torwächter vorbei. Schlüssel. Ja, wo verwende ich den jetzt? Wir sollten hier die Zugbrücke runterlassen. Das heißt, davor, weiß nicht, ist da davor ein Tor? Ich glaube, wir müssen uns hier mal in den anliegenden Kammern umsehen. Der Max ist auch bald bei den 100 Stunden. Geht jetzt zügig. Willkommen zurück, Hinzi. Ich glaube, wir müssen vielleicht doch auf die andere Seite. Oder, wisst ihr, ich schätze, dass wir da oben hoch müssen. Gibt es hier einige Stellen. Ah, vielleicht hier. Oh, verdammt. Nee, ich werde das doch nicht mit dem Schwert machen, glaube ich. Schön auf Distanz gehen. Ey! Genau. Knall den ein mit der Magie. Mensch, du gehst gerade fremd, Black Vaak. Mensch, das ist ja ganz ungeniert, sagt er das offen. Das ist doch unfassbar. Wo war meine Fackel? So, ich hoffe, dass das hier oben der richtige Weg ist. Aber könnte schon so sein. So über einem großen Tor hat man schon häufiger mal so einen Übersichtsplatz, um zu gucken, wer denn da draußen überhaupt klopft, nicht wahr? Hier gibt's nichts. Ist ein bisschen leer, von mir aus. Ich hätte vorher Mana aufladen müssen. Das sollte ich jetzt eigentlich auch mal machen sollen, ne? Sollte ich jetzt eigentlich auch mal tun. Damit ich es jetzt wenigstens habe. Das war knapp, Hans, ne? Oh, da kommt der nächste. Jawohl, guck mal, wie wir sie weghauen. Mit vollem Mana kämpft es sich auf jeden Fall angenehmer. Wie viele Echsenschwerter habe ich denn mittlerweile? Steinplatte haben wir nochmal. Nochmal ein Echsenschwert. Hm. Und ein Amulett. Wisst ihr, was mir gerade auffällt? Richtig random. Die Teleportsteine in Gothic 3 sehen so ein bisschen aus wie ein Tambourin, oder nicht? Weiß nicht. Bin ich der Einzige, der das denkt? Ah! Gucken wir mal, was die Winde hier bringt. Boah, yeah, guck mal.
Dank des krassen... Ah, okay, draußen müssen wir wahrscheinlich die Winde fallen lassen. Da brauchen wir vielleicht den... Ah, da! Problem gelöst! Jetzt können sie alle einfallen in den Tempel. Skip sagt exakt, dachte er auch immer. So. Nicht wahr? Die Animation sieht auch so, als ob der hier so... Weißt du, nicht wahr? Weiß nicht, da musst du gerade irgendwie daran denken, weil ich hier die Steinplatte aufgesammelt habe. Oh, was? Ist der Rest schon durch? Hallo, Kommandant! Oh, die sind schon alle weiter. Oh, die sind schon am Kämpfen. Ja, wenn ihr so ungeduldig seid. Mal gucken, ob wir denen helfen. Scheint was so, als ob wir hier... als ob wir jetzt an die nächste Stelle kommen. Wo es nicht weitergeht. Ich bin mal gespannt, was der Inquisitor jetzt sagt. Dass er noch in der Luft über seinen Kopf kurz zugeschlagen hat. Ja, ich glaube auch... Oh, guck mal, wir sind in Angriffspositionen. Das goldene Tor. Ja. Es muss einen Weg hineingeben. Such das Grab von diesem Ursegor. Vielleicht findest du dort einen Schlüssel. Ja, dann finde ich mal eben das Grab von diesem Ursegor. Wird schon kein Problem sein. Okay. Scheint so, als ob das vier Altare sind. Ich würde jetzt fast schätzen, vier Büsten eventuell. Aber lasst mich mal kurz hier in den anliegenden Gräbern gucken, weil ich kam ja aus diesem einen hier und ich habe, glaube ich, in den anderen hier noch nicht überall nachgeschaut, ob ich da eventuell... Ah, hier ist dann auf jeden Fall noch ein Altar. Aber ich habe ja keine Büste mehr übrig. Also würde ich erwarten, dass ich irgendwo ein paar Büsten finden sollte. Da bin ich mal gespannt. Hey, mach doch damit! Das ist die einzige Sprache, die die Viecher verstehen. Ja, sagst du jetzt Ordenskrieger. Nummer 37 oder was auch immer du bist. Ich meine, hier war... Ich habe hier bisher nur einen Schlüssel gefunden. Und da war ein Schloss. Vielleicht kommen wir da weiter und finden die erste Büste. Muss ja mal losgehen hier. Aha! Oh. Okay. Da gibt es ja auch bestimmt keine Fallen hier. Ist ja bestimmt alles ultra safe. Interessant. Ist das der Ursegor? Das ist eine schlechte Idee. Hm. Kannst du die Büste nehmen, die du vorhin benutzt hast? Das habe ich noch nicht ausprobiert. Ich könnte da eventuell gleich mal mit Eile hin zurückrennen und probieren, ob das funktioniert. Sollte sich ja vor allem da eine Tor schließen. Ich probiere es gleich mal, Sam. Habe ich eigentlich auch schon dran gedacht. Sprechen wir eben mal mit Ursegor. Hat auf jeden Fall einen coolen Thron, der Typ. Ein Mensch. Tach. Letztendlich ist ein Mensch gekommen, nach so vielen Jahren. Hallo. Geist. Hallo, Geist. Du bist also... Ich bin Ursegor, der Titanenlord. Aha. Du bist ein Titanenlord? Was bedeutet das? Einst herrschten die Titanen über die Welt, doch es war mir gegeben, das zu ändern. Mit mächtigen Artefakten zwang ich die Titanen in die Knie und eroberte die Welt für die Menschen. Cooler Typ. Aber du bist nicht hier, um alte Geschichten zu hören. Nee, ich will einen Weg dahin zu haben. Ich suche einen Weg, die Titanen zu bekämpfen. Das habe ich auch getan. Und ich war der Beste. Erstmal prahlen. Die Siegel der Götter, die sie einst gefangen hielten, sind gebrochen. Wie kommt's eigentlich? Jetzt tobt der Kampf der Titanen wieder. Und ihr Menschen steht kurz vor dem Untergang. Sag mir, Mensch, was willst du von mir? Ich suche den Ursprung der heiligen Flamme. Heilige Flamme? Was bei allen verfluchten Seelen soll das sein? Oben in der Vulkanfestung brennt eine Flamme. Sie beschützt die Insel vor den magischen Stürmen. Verstehe. Die Titanen sind mächtige Wesen reiner Magie. Die Flamme dort oben ist nur ein kleiner Teil des Feuertitans, den ich eingeschlossen habe. Ah! Wo ist der Titan des Feuers? Eingesperrt in einer Falle. Hinter dem goldenen Tor ist sein Gefängnis. Dort sitzt er in der Tiefe für alle Ewigkeit. Oder bis er befreit wird.
Wie kann ich den Titan befreien? Soll ich den wirklich befreien? Wie funktioniert diese Falle? Das Geheimnis liegt in dem magischen Kristall. Da wäre ein paar schon eingesammelt. Wir stechen den Titan, damit er seine Kräfte nicht einsetzen kann. Ich habe ihn in die Tiefe gezwungen und sein Verlies mit einem Siegel der Antimagie verschlossen. Okay. Wie kann ich den Titan befreien? Wusste nicht, dass das mein Plan ist. Was ich dir anzubieten habe, ist ein Handel. Was? Der mit den Disco-Augen. Achtet mal drauf. Obwohl mein Geist unsterblich ist, bin ich für alle Zeit an diesen Ort gebunden. Doch mich dürstet nach Freiheit. Erlöse mich von meinem Fluch. Befreie mich von meinen Ketten. Dann helfe ich dir, das Tor zu öffnen, das dich zum Titan führt. Erzähl mir von deinem Fluch. Damals sprach der dunkle Gott zu mir. Er machte mir ein Angebot. Die Titanen des Feuers sollte ich für ihn einsperren. Dafür versprach er mir, dass ich die Zeit überdauern würde. Und ich ging auf sein Angebot ein, jagte und fing die Titanen. Den letzten von ihnen sperrte ich hier, in diesem Verlies ein. Doch kaum, dass ich das Tor geschlossen hatte, versank der Tempel in der Tiefe. Hat er nicht auf das Kleingedruckte geachtet. Ich war selbst Gefangener in meinem Verlies und bin es bis heute. Der dunkle Gott hat dich reingelegt. Das spielt keine Rolle mehr. Mein Körper zerfiel. Mein Geist ist gebunden. So werde ich alle Zeit überdauern. Als Gefangener. Warum ist dein Geist gebunden? Ich kann mich nicht weit von meinem Körper entfernen. Das ist der Sarkophag. Ich werde niemals frei sein. Es sei denn... Es sei denn was? Die Verbindung von Geist und Körper kann auch der Tod nicht trennen. Nur dort, wo mein Körper ist, kann ich sein. Moment mal, du suchst doch nicht etwa einen neuen Körper? Nein, jedenfalls vorerst nicht. Es gibt einen Zauber, der es vermag, die Verbindung von Geist und Körper zu trennen. Doch ist kein Mensch mächtig genug, diesen Zauber zu wirken. Was ist notwendig, um den Zauber zu wirken? Der dunkle Gott schickt mir drei Diener an die Seite. Sul Utur, der Priester, Selseretz, das Tier, und Salsaran, der Wächter. Jeder von ihnen trägt einen Seelensplitter. Ein Splitter, der sie mit Kraft speist. Die Macht dieser Splitter wird ausreichen, um meinen Geist endgültig zu befreien. Okay. Ich nehme an, vielleicht sind das dann eventuell die, die sich hinter diesen drei Toren verstecken, die ich hier im Tempel gefunden habe, wo ich die Büsten für brauche. Muss ich eventuell noch gucken, wo ich die Büsten da finde. Vielleicht gibt er mir die ja. Ich weiß nicht, ob mir ein Geist Gegenstände geben kann. Also die Splitter holen. Du musst sie an dich nehmen. Dann kannst du den Zauber wirken. Und was ist mit der Formel? Für diesen Zauber brauchst du keine Formel. Na, endlich mal was Neues. Wenn dein Wille stark genug ist, wird ein Wort von dir ausreichen, um meinen Geist zu befreien. So. Ja, Schwebe, das ist eine gute Frage. Manchmal, prinzipiell dafür, dass du die Möglichkeit hast, manchmal Internet zu genießen. Das ist genauso mit der Geschwindigkeit bei Internetanbietern, nicht wahr? Wo finde ich deine Diener? Sie sind hier. In den Kammern der Krypta. Diese Kammern sind vergittert. Ganz genau. Du wirst den Schlüssel brauchen. Den ich wo finden kann? Ich lasse ihn zu meinen Füßen erscheinen. Und vergiss nicht, den Dienern ihre Schädel abzunehmen. Du wirst sie brauchen, wenn du das Tor öffnen willst. Es gibt aber vier Altare. Und wenn ich dich befreit habe, hilfst du mir? Ich werde dir das überlassen, was du brauchst, um das goldene Tor zu öffnen. Vielleicht den letzten Schädel. Zuerst. Seinen Schädel vielleicht. Was ich von dir verlange. Ja, ist ja in Ordnung. Hier. Echsenkopfbüste. Nur eine? Was gibt's? Das ist eine schlechte Idee. Wieder auf einmal, was gibt's? Okay, scheint so, als ob wir bisher eine haben. Können von Gegnern mitnehmen, Trend seit Gothic 2, nicht wahr? Deswegen, weißt du, was eine coole Sache ist? Dass die Köpfe von Gegnern deswegen auch mit der Zeit matschig werden. Fangen wir hier beim ersten an? Ja, komm, fangen wir hier beim ersten an.
Das heißt, desto länger man die im Inventar hält, desto matschiger sehen die Zeichen aus. Der plant irgendwas, meinst du? Der hat auf jeden Fall was vor dem Ursegur. Trauen kann man ihm nicht. Selseret! Ah, guck mal, da haben wir den ersten. Eine Arschebestie prinzipiell. Selserets Schädel und ein Seelensplitter. Und ging ja einfach, den ersten umzuhauen. Ja, ja, muss man drauf achten. Auf Bloodwinds Kopf zum Beispiel. Also den können wir wieder mitnehmen. Wo gab es hier sonst noch welche? Gab es oben welche oder unten? Ich meine, dass es hier seitlich noch weiterging. Ah, irgendwo ging es runter. Hier unten, glaube ich. Indem du Antwort wolltest, ist es wieder ausgegangen. Ich glaube, es sagt, ach Gott, Schwebi. Was ist denn für ein Anbieter? Ist ja Wahnsinn. Sulseran, also als... Ah, der hat aber eine coole Schulterpanzer, der Sulseran. Schädel, Seelenspieler, ein Heiltrank, aber nur einen leichten. Kann man gar nicht zu den zu benutzen. Fail. Wer hat die denn hier eingesperrt? Kabel Deutschland? Tja, da haben sie dich leider enttäuscht, ne? Vielleicht hast du vielleicht Geschwister, die ganze Zeit den Router versuchen neu zu starten? Wo könnte ich jetzt lang? Nein, da hinten ging es noch nicht lang. Mana auffüllen. Danke für den Tipp, Hans Kalsen. Es ist momentan, wo ich das so genauso wichtig wie der Tipp zu speichern. Eventuell hier oben dann? Weiß nicht, ob ich hier oben nochmal weiterkam. Ich probier's mal. Hier hinten nicht, nee. Ich glaube, ich bin hier falsch. Also in Gothic muss man immer wieder speichern. Deswegen, früher gerade in Gothic 2 brauchte ich so eine Erinnerung immer wieder zu speichern. Und in Gothic 3 ebenfalls. Dadurch, dass es automatisch Speichern hier gibt in Risen, ist das nicht mehr so tragisch. Hier oben bin ich falsch. Kann ich hier einfach runterspringen, ohne zu sterben? Wir werden es gleich sehen. Ah! Lieber Schaden genommen. Bin ich ein Lacker. Ich habe eine 100k Leitung und es ging auch vor ein paar Wochen und seit ein paar Wochen... Seit ein paar Wochen nicht stimmt eventuell, ja. Das ist immer ärgerlich, mit Leuten sich auseinanderzusetzen. Hi, Snoopy! Ah, du warst ja schon mal ganz am Anfang da, glaube ich. Das wurde von selbst Problem hier. Ist dein Stream auf 360p zu schauen? 360p, mein Gott, das ist ja ein richtiges, ja, Pixel-Puzzle-Spiel dann. Verdammt, wo war der letzte? Hier war ich gerade, das war unten. Ich werde bekloppt. Wo ist die nächste Büste? Hier kam ich rein. Da habe ich aufgemacht. Was zur Hölle? Fehlt mir noch einer. Hä? Schwebi sagt da ganz recht, neben der Aschebestie im Raum. Da war noch ein Raum? Ach, oh mein Gott, tatsächlich. Ich habe hier... Leute, ich bin blöd. Ich habe hier immer nur so reingeguckt. Seht das so? Habe ich ganz vergessen, dass es hier noch weitergeht. Das ist keine Geschwister, vielleicht deine Eltern, die jetzt gerade, so lange es gerade geht, hoffen, dass es weitergeht. Das ist das Problem, nur wenn deine Router einige Zeit dich neu gestartet hast. Schön auf 720p Kunden, aber auch nur ab und zu, es geht halt aus. Naja, etwas so oft. Guck mal, das ist gut. Weil auf Quelle ist ein bisschen, ist ein bisschen zu kräftig gerade, glaube ich. Auf Quelle habe ich, wäre das 6 Mbit. Dann auf YouTube hat man natürlich die beste Qualität. Wow. Das ist auch mal eine entspannte Falle hier. Da haben wir den Schädel. Inferno, guck mal. Ein Saphir und ein Seelensplitter. Geht's hier raus? Geht's hier weiter? Scheinbar nicht. Die haben alle so... Traurige Gefängnisse alle. Naja,
Haben wir sie alle gefunden und getötet. Die wären andersrum bestimmt schwerer gewesen. Nehmen wir die Büste mal wieder mit. Und dann gehen wir mal zurück zum Ursigor. Sollen wir dem Inquisitor Bescheid geben? Ach, Quatsch, der braucht keine Updates. Warte mal, wo ist der eigentlich hin? Steht der jetzt davor? Yo, Inquisitor! Wer? Ist der abgehauen? Spricht der selber mit dem Ursigor? Gibt es fröhliche Gefängnisse? Naja, ich sag mal so. Das vom Raven... Ah, okay, der chattet wirklich mit dem Ursigor. Das vom Raven hatte wenigstens ein paar Pflanzen da drin, nicht wahr? Während du dich mit den Monstern amüsiert hast... Amüsiert. ...sprach ich mit Ursigor. Was hast du mit ihm besprochen? Ich weiß jetzt nicht nur, wie wir das Siegel brechen können, sondern auch, wie ich den Titan kontrollieren kann. Befreie nun den Geist von Ursigor, damit wir das Tor öffnen können. Naja. Titan kontrollieren, das ist in Videospielen immer so versucht, weißt du, wenn man so versucht, eine große Macht, vor allem eine uralte Macht zu kontrollieren. Ich habe die Splitter gefunden. Das geht manchmal nach hinten los. Das ist gut. Gib mich frei. Und wie soll ich das anstellen? Sag es. Sprich aus, dass ich frei bin. Jo, du bist frei. Du bist frei, Alter. Erhebe dich, Geist. Du bist jetzt frei. So eloquent. Meine Fesseln schwinden. Spürst du es? Nee. Ich kann es spüren. Na, geht's jetzt. Erfülle jetzt deinen Teil des Handels. Ich werde mich an unsere Abmachung halten. Nimm meinen Schädel und stell ihn zusammen mit den anderen auf die Altare vor dem Tor. Welcher Schädel kommt auf welchen Altar? Höre, ich sperrte den Titan ein. Salsaran war meine persönliche Wache. Gleichgestellt mit Zulutur, dem Priester, der Selseret beschwor. Ich habe meinen Teil der Abmachung erfüllt. Nun bin ich frei. Endlich frei. Du hast Ursigor befreit. Gute Arbeit. Jetzt steht uns nichts mehr im Weg. Ja, cool, dann zurück. Oh Mann, ist dein... Habe ich den Schädel mitgenommen oder liegt der hier? Der liegt hier drin, ne? Ist der Inquisitor etwa ein Schlitzohr? Dann hau ich dir volles Pfund aufs Maul. Hoffentlich nicht. Schädel, Ursigors Schädel. Das waren seine Kollegen, also. Die drei sind im Spiel hart langweilig, da Stunlockst du dir nur mit der Faust und prügelt 2 Minuten dauerhaft drauf. Ja, hört sich wirklich nicht so spannend an. Problem ist, ich habe nicht wirklich zugehört. Oder hat mir keine Notizen gemacht, als der erzählt hat, wer wo hinkommt. Verdammt. Ich werde hier einfach mal Ursigor hinsetzen. Wo ist er? Sagt er mir eigentlich direkt, ob das klappt oder nicht? Und der war zusammen mit Untoten Beast. Oh, nee! Was weiß ich. Krieger und dann... Ich sag einfach mal, dass der Krieger neben dem ist. Ich hätte mir Notizen machen sollen. Wahrscheinlich das Biest auf der anderen Seite hier, ne? Klappt's jetzt beim ersten Mal? Nein, natürlich nicht. Ha! Dann wird jetzt einfach nur ein wildes Raten, Leute. Willkommen. Ich hätte mir was, au! Ah, guck mal! Ich hab mir gedacht, Krieger ist in der Nähe von dem. Such mal! Geil! Endlich. Es ist soweit. Ich bin am Ziel. Ursigor hat dir etwas erzählt. Was hat er dir gesagt? Ich kenne den Zauber, der notwendig ist, um das letzte Siegel zu brechen. Mein Okular wird ihn sichtbar machen. Und dein Okular wird ihn unterwerfen. Ey. Was hat er noch gesagt? Es ist der Titan des Feuers, der die Insel beschützt. Ja. Er verhindert, dass die anderen Titanen die Insel zerstören. Das heißt, wenn wir ihn befreien, wird die Insel zerstört? Aber wir haben eine Waffe. Selbst wenn wir diese Insel nicht retten können, haben wir endlich eine Waffe, um die Titanen zu bekämpfen. Moment mal, du willst die Insel opfern? Hör auf! Du redest von Opfern, während da draußen der Rest der Menschheit vor die Hunde geht. Wach endlich auf! Das Festland ist längst zerstört. Der König ist tot. Wenn wir jetzt nicht kämpfen, wird es bald keine Menschen mehr geben. Welcher König eigentlich? Robert? Ah! Nein, das kannst du nicht tun. Was ist, wenn der Titan nicht für uns kämpft? Ja, das ist mal so eine richtig klassische Frage. Ein paar Leute töten oder opfern für das Wohl der Masse oder sozusagen darauf bestehen, dass jedes Leben wichtig ist und stattdessen, ja, was für eine Wahl hätten wir? Die Insel zu beschützen? Das ist eine schöne Insel.
Was ist, wenn der Titan nicht für uns kämpft? Wo steht ihr da? Selbst gesagt. Er war einst ein Diener des guten Gottes. Aber das war vor 1000 Jahren und inzwischen haben die Götter diese Welt verlassen. Er wird mich als seinen Herrn anerkennen. Mit ihm als Waffe werde ich die anderen Titanen vernichten und die Welt für die Menschen retten. Na dann, gut luck. Skip, das Zugexperiment mit der verstellbaren Gleise. So sieht's aus. Genau daran dachte ich. Da muss ich dich wohl aufhalten. Es muss einen anderen Weg geben. Haben wir keine große Wahl hier. Es muss einen anderen Weg geben. Du zweifelst immer noch. Du warst nie bereit für große... Jo, so lange kennen wir uns nicht. Jetzt, wo es darauf ankommt, deine mutige Entscheidung zu treffen, ziehst du den Schwanz ein. Jo, Schilmer. Ich schätze, dann muss ich dich wohl aufhalten. Was denn? Du willst mich aufhalten? Ja. Und wie willst du das tun, wenn du nicht mal in meiner Nähe bist? Männer, tötet ihn! Was? Ich meine, der ist jetzt nicht gerannt oder so. Den hätten wir jetzt schon noch folgen können. Jetzt nicht mehr, jetzt hat er den Schädel von Ursigor gesnackt. Lo, Leute! Ich bin doch euer Kollege! Oh, verdammt! Lol! Eieieiei. Nun hast du gefunden, was du gesucht hast. Ah! Ich habe versagt. Jetzt sind wir kurz am Sterben. Der Inquisitor will den Titan kontrollieren. Du bist überrascht. Der Träger des Auges ist ehrgeizig und strebt nach Macht. Ja, da war er wohl naiv. Du hast ihm den Schlüssel dazu gegeben. Dieser Versuchung kann er nicht widerstehen. Dann können wir noch wie ich stehen und warten. Er wird scheitern. Niemand ist in der Lage, einen Titan ohne Hilfe der Götter zu kontrollieren. Du hast den Titan doch auch kontrolliert. Das ist lange her. Und der Einfluss der Götter war stark. Nun, wo die Götter diese Welt verlassen haben, gibt es niemanden, der einem freien Titan befehlen kann. Frei von seinen Fesseln wird er wüten und alles verbrennen, was in seine Nähe kommt. Dann wird die Insel vernichtet und alle werden sterben. Nicht, wenn du den Träger des Auges aufhältst und den Titan zurück in sein Gefängnis zwingst. Noch ist der Titan schwach. Und selbst wenn er frei ist, ist er noch lange nicht im Vollbesitz seiner Macht. Doch seine Kräfte wachsen von Stunde zu Stunde. Schon bald wird ihn niemand aufhalten können. Das ist mittlerweile was zu verwechseln. So viel Höflichkeit haben die ja noch. Ja, ich meine, da muss man schon sagen, ne? Die sagen, nee, andere Leute unterbrechen tut man nicht. Ne? Das macht man nicht. Schön warten jetzt erstmal. Wie kann ich den Inquisitor aufhalten? Der Inquisitor ist nicht wichtig. Es ist der Titan, um den du dich kümmern musst. Was muss ich tun? Nur ein Titanenlord kann den Titan wieder in seine Fesseln zwingen. Ich muss also selbst zu einem Titanenlord werden. Juhu, ja, dicke Beförderung. Das ist deine einzige Chance. Wie werde ich ein Titanenlord? Du musst den Titan im Kampf bezwingen. Klingt wie ein Kinderspiel. Du brauchst eine Rüstung, die dich vor der unsterblichen Glut des Titanen beschützt. Sonst noch was? Eine Waffe, um gegen den Titan zu kämpfen. Nur wenn du beides hast, Waffe und Rüstung, hast du eine Chance zu siegen. Finde alle Teile der Titanrüstung. Guck mal, da haben wir die nächste Quest und ich glaube auch eine der letzten Quests hier. Die Nackenklatsche kommt von seiner Freundin. So, oder wenn du auf einmal hier einen Schuh oder so ins Bild fliegen siehst, dann auch, nicht wahr? Ja, Priest denke ich auch, ne? Als ob der Inquisitor dann wirklich so stark ist, dass er willensstark ist, dass er dann, sagen wir, der Macht widerstehen konnte. Ich glaube nicht, aber wahrscheinlich werden wir es nie erfahren. Jetzt müssen wir erstmal die Rüstung zusammensuchen. Fragen wir den guten Ursigor doch, wo er sein Zeug, sein Equipment versteckt hat. Wo bekomme ich die Rüstung her? Nur von Titanen geschmiedetes Eisen kann dich schützen. Ich besaß so eine Rüstung. Du musst sie finden. Ach, geschenkt bekomme ich die also nicht von dir, so mal eben hier hergezaubert. Der dunkle Gott schenkte mir einst einen Hammer, um gegen die Titanen zu kämpfen. Nur mit ihm wirst du in der Lage sein, den Titan zu verwunden. Das hört sich alles ganz nett an, aber wo finde ich das ganze Zeug?
Auf meinen Befehl hin wurde meine Habe an die Hohepriester der Echsen gegeben. War Ursigo vielleicht selber ein Priester der Echsen? Oder? Damit niemand in der Lage ist, die Titanen erneut zu unterwerfen. Also, wo sind diese Priester? Sie sind tot. Seit wo? Seit langer Zeit. Du musst ihre Gräber finden und die Siegel brechen. Und wo finde ich die Gräber? Doch, du, was du brauchst. Was für Siegel? Mächtige Kraftfelder schützen die. Ja, okay, gut, das muss man schon noch sagen. Nur die älteste Magie hat genug Macht, um sie zu brechen. Damals erschuf ich eine Rune. Mit ihr kannst du die Barrieren zerstören. Aha. Und die Gräber schützen. Gut, das kriege ich hin. Dann höre. Die Rune findest du im Sarkophag, wo auch mein Schädel lag. Endlich! Ich hab's schon geöffnet. Nun, ich habe ein Geheimfach eingebaut. Drück den Deckel gleichmäßig zur Seite, dann wird sich das Fach öffnen und du kannst die Rune entnehmen. Da haben sie wenigstens nochmal eingebaut, warum ich dann nicht in einer anderen Kammer oder so suchen soll, vom Spiel her. Glückwunsch, Shinlu, für 150 Stunden. Mein Gott, was für ein Jubiläum. Was soll man da noch sagen, ne? Ich meine, in Gothic 3 und dann Risen dazu und anderen Spiele, mein Gott. 150 Stunden, das ist schon eine Hausnummer. Finde ich sie, Antwort, da muss ich sie finden, nicht wahr? Das ist keine gute Hilfe. Oder von rechts, links kommt dann der berühmte Schauspielerhaken. Schauspielhaken, du meinst sie im Wild. So, jetzt zu den Gräbern von den Echsen. Sie sind in den Tiefen der Insel verborgen. Doch ich warne dich. Meine Befehle haben immer noch Bestand und sie werden noch immer bewacht. Naja, ich kann bis hierhin, ne? Fünf Gräber. Und in jedem dieser Gräber wirst du einen Teil meiner Habe finden. Nun weißt du alles, was nötig ist. Kehre hierher zurück, wenn du dich bereit fühlst. Kapitel 4, der Titan und eine Aschebestie. Ist jetzt... Ah! Weiter geht das. Ich habe ganz vergessen, dass wir da ein paar Leute hinter uns haben. Ich helfe dir. Verdammt nochmal. Das glaube ich jetzt nicht. Kollege! Wir sind doch Brüder. Ah, Kato, du kannst von mir aus... Du kannst abnibbeln. Waren das alle? War da nicht noch einer? Bin mir nicht mehr sicher, ob da nicht noch einer war. Naja, die kommen... Dass die mal eben so ganz geschillt sind. Ich meine, von wegen, ja klar, wenn er hier die Insel opfern will, dann mache ich mit. Na guck mal, zum Glück hat der Typ sich jetzt mittlerweile auf meiner Seite. Du hättest mir aus dem Weg gehen sollen. Vince, wir waren doch mal Kollegen. So viel zum Thema, der hat sich auf unsere Seite gestellt. Oh Mann. Sollen wir die Schädel mitnehmen? Lassen wir die Schädel erstmal hier. Der Tor ist dicht. Ursigo hat uns gesagt, wir müssen, erstmal seine Rüstung finden und dafür, ach ja, sollten wir in seinem Grab die Rune holen, um die Barrieren bei den, Gräbern an die, von den Priestern, an die er seine Rüstungsteile weitergegeben hat. 5 am Stück gibt's da. Und da sollen wir jetzt die Rune benutzen. Gleichmäßig öffnen, Geheimfach von wegen. Magische Barriere zerstören. Badabum. Sehr gut. Ja. Lass liegen, sonst vergisst du die Reihenfolge wieder. Ich glaube auch, das ist besser, Priest. Sonst müssen wir eh nochmal stehen und vor allem gut durchprobieren. Können wir nochmal mit Ursigo sprechen was über geht's? So anderes Zeug, so im Allgemeinen, wie es so geht? Wetter? Scheinbar nicht. Ja. Mein Gott, 4. Kapitel, da haben wir direkt ein Kapitel hier gemacht. So, machen wir nochmal. Kapitel 4. So, sehr schön. Ist das die Spielzeit? 1 Tag, 6 Stunden und 29 Minuten? Ja, das ist die Spielzeit, nicht wahr? Dann sind wir bei, ja, da kann man es hier sehen, 30 Stunden prinzipiell. Wenn das die Spielzeit wirklich ist. So, dann war es jetzt bis hierhin. Ich glaube, zurück ins Kloster gehen wir das nächste Mal und begeben uns dann auf die Suche nach der Titanrüstung. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!